Der Hund ist ein Geschöpf des Menschen. Hervorragende Sinne, grenzenlose Neugier und außergewöhnlichen Mut hat der Hund selbst mitgebracht. Züchtung und Ausbildung kamen vom Menschen. Ein Erfolgsteam der Evolution, das sich vor allem bei der Jagd bewährt. Ob ein Hund gut ausgebildet wurde und mit seinem Hundeführer gut zusammenarbeitet, überprüft der österreichische Jagdgebrauchshundeverband. Der österreichische Jagdgebrauchshundeverband ist die Dachorganisation aller Jagdhunderassen, aller allgemeinen Jagdhundeprüfungsvereine von ganz Österreich. Wir haben derzeit ungefähr 16.000 Mitglieder und 36 Verbandsvereine als Mitglied. Wir haben derzeit in Österreich 93 anerkannte Jagdhunderassen über alle 5 Gebrauchsgruppen. Also das sind Vorstehhunde, Stöber, Apportierhunde, Erd- und Bauhunde, Bracken- und Laufhunde und die Schweißhunde. Für die Haltung eines Jagdhunds gibt es mehrere Gründe. Einmal der Grund ist der gesetzliche, das heißt, der Gesetzgeber verpflichtet uns, solche Hunde zu halten. Die müssen brauchbar sein und brauchbar sind sie nur dann, wenn sie eine Prüfung abgelegt haben. Und das machen wir da. Wir finden natürlich nicht alles wild. Der Hund hat eine bessere Nase als der Mensch und er zeigt uns dann natürlich an, wo wild ist und stöbert es uns zum Teil auf. Oder im Wasser zum Beispiel müssen wir sonst selber hineingehen und das macht der Hund für uns. Aber der Haupteinsatzgebiet eigentlich ist die Arbeit nach dem Schuss oder eigentlich der überwiegende Anteil ist die Suche von Verkehrsopfern, angefahrenes Wild, wo wir angegriffen werden, dass wir einen Verkehrsunfall gegeben hat, wo wir dann die Nachsuche machen und schauen, dass wir das Stück zur Strecke bringen und ihm vor seinen Leiden erlösen. Also diese Schweißprüfung mit Fährtenschuhe, die wir heute hier veranstalten, zum 38. Mal österreichweit. Bei dieser Prüfung ist pro Rasse ein Jagdhund stadtberechtigt. Und diese Ausbildung für diese Prüfung dauert ungefähr ca. 2 Jahre. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 3-4-jährige Hunde da die besten Leistungen bringen. Also eine Schweißprüfung schaut aus, dass sie 2-tägig abgehalten wird. Das heißt, am ersten Tag legen wir diese Schweißfährten. Die haben dann eine gewisse Stehzeit. Wir haben 8 Gruppen, jeweils 2 Hunde. Die haben 1 Stunde Zeit, diese Aufgabe zu bewältigen. Und es sind sozusagen 2 Richter bei jeder Schweißgruppe dabei und die bewerten dann die Arbeiten. Diese Jagdhundeprüfung ist sozusagen der Abschluss der Jagdhundeausbildung. Damit können wir der Jägerschaft gewährleisten oder hat der Jäger, der Hundeführer gewährleistet, dass er in der Theorie und auch in der Praxis seinen Hund und auch sich selbst für den jagdlichen Einsatz vorbereitet hat.